Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Ahadi und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren, um keine Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und wenn wir schon dabei sind, die nächste Folge My Pride of Deutsch wird vermutlich Ende Februar kommen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, jetzt haben wir genug herumgelabert, starten wir los mit dem heutigen Video. Ahadi ist ein Charakter, der aus dem Buch A Tale of Two Brothers stammt. Dementsprechend ist alles, worüber wir heute reden werden, Legends und gehört nicht zur offiziellen König der Löwen-Geschichte dazu. Ahadi ist ein großer und stark gebauter Löwe. Zu seinem Aussehen existieren allerdings widersprüchliche Beschreibungen. Auf Bildern wird er ähnlich wie Mufasa beschrieben, mit roter Mähne, roten Augen und goldenem Fell. Laut dem Text hat er allerdings eine schwarze Mähne und grüne Augen, ähnlich wie Scar. Er ist der Vater von Mufasa und Scar und somit der Großvater von Simba. Seine Partnerin ist Uru. Er lebt gemeinsam mit seiner Partnerin und seinen Kindern am Königsfelsen. Wo kommt Ahadi vor? Ahadi kommt in der Bücherreihe Six New Adventures, genauer im Buch A Tale of Two Brothers vor. Außerdem wird er einmal indirekt im Film von Mufasa erwähnt. Mein Vater hat mir etwas sehr Wichtiges anvertraut. Das Buch handelt von dem Affen Rafiki, der durch das geweihte Land reiste auf der Suche nach Wissen und Weisheit. Allerdings wurde er von Hyänen angegriffen und in die Enge getrieben. Ahadi, Mufasa und Taka entschieden sich dazu, ihm zu helfen. Sie vertrieben die Hyänen und Ahadi kam mit Rafiki ins Gespräch. Rafiki erzählt ihm von seinem umfangreichen Wissen über Pflanzen und die Kunst der Heilung. Ahadi fand das Ganze extrem spannend und interessant und so quatschten sie und übersahen komplett die Zeit. So war es dann noch Abend geworden und Ahadi bat Rafiki einen Schlafplatz am Königsfelsen an. Am nächsten Tag versammelten sich die Tiere des geweihten Landes vom Königsfelsen und wollten endlich Lösungen für die Probleme im geweihten Land. Ahadi versprach ihnen, sich der Probleme anzunehmen, musste jedoch seine Söhne, mit denen er heute zur Jagd gehen wollte, versetzen. Mufasa konnte das Ganze verstehen, da das Ganze zu den Pflichten eines Königs zählte. Taka war allerdings weniger einsichtig und extrem enttäuscht von seinem Vater, der ein Versprechen gebrochen hatte. Und das scheinbar nicht zum ersten Mal. Taka warf seinem Vater vor, dass er sich nur um Mufasa kümmert und ihn bevorzugte. Die wütende Tiermeute hatte allerdings nicht wirklich Lust auf diese Diskussion und ermahnte den König, wieder sich der Probleme anzunehmen. Ahadi beschloss sich nun, dem Problem mit den Hyänen anzunehmen. Gegen die Dürrezeit konnte er nicht wirklich viel ausrichten. Seine Partnerin Uru war bereits auf der Suche nach einer neuen Wasserquelle. Außerdem wollte sich Ahadi nochmal bei seinem Sohn Taka für die geplatzte Jagd entschuldigen. Dieser will aber weder eine Entschuldigung hören, noch seinem Vater verzeihen. Einige Zeit später wurden Mufasa und Taka von Büffeln angegriffen. Dabei wurde Taka am Auge verletzt. Ahadi kam dazu und beendete diesen Konflikt. Sie brachten Taka wieder zurück zum Königsfelsen, wo Rafiki versuchte, seine Wunde zu heilen. Dies gelang allerdings nur zum Teil. Eine Narbe wird Taka für den Rest seines Lebens bleiben. So entschloss sich Taka, sich von nun an Scar zu nennen und die Fehler seines Vaters zu vergessen. Ahadi bat Rafiki einen Platz im Königsfelsen als königlicher Berater an, was er dann auch annahm. Ende der Geschichte. Es gibt aber einige Fantheorien, die besagen, dass Ahadi wirklich Mufasa bevorzugte und Scar außen vor ließ. Manche glauben sogar, dass Scar seine Narbe von Ahadi erhalten hat. Wenn ihr allgemein mehr über diese Theorien zu Scars Narbe wissen wollt, könnt ihr in der Endcard auf das Video klicken, dort habe ich es euch dann verlinkt. Ich persönlich bin schon mega auf das nächste Remake gespannt, denn dort werden wir vermutlich mehr über Mufasas und Scars Eltern erfahren. Und möglicherweise hält man sich dafür dann ans Buch. Aber was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass Ahadi ein guter Vater und König war? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.